Hey liebe Leute, willkommen zu ein paar rasanten Runden Dash Dash World. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Video. Wir sind jetzt im Spiel, wir zocken im Multiplayer, weil mit Freunden zusammen macht es noch mehr Spaß. Wir sind zu viert, haben schon eine Party gegründet, wie man sieht, und ein privates Game. Jetzt muss ich hier noch was aussuchen, also Single Race und ja, ich lasse das jetzt einfach mal so und start. Man kann hier verschiedene Sachen einstellen und ja, das ist doch recht abwechslungsreich, aber wir fahren jetzt einfach mal ein paar lockere Runden. Man kann auch alleine spielen, fehlende Plätze werden durch Bots aufgefüllt, wenn man das möchte. Aber mit mehr Leuten macht es auch mehr Spaß. Parion. Ja, mal gucken, wo wir jetzt hier landen. Okay. Hi, Ziffy. Juhu. Hallo, Flash. Hallo, Rackles. Hey. Hey. Okay. Machen wir wieder random, oder? Map Selection. Was wollen wir nehmen? Ah, random. Naja, mach mal random. Dann schließe ich mich mal der Mehrheit an. Ich habe für die Freiheitsstatue gewotet. Okay. Warum sind denn da bei manchen Karten Totenköpfe dran? Die sind, glaube ich, härter als andere. Okay. Ja, die sind irgendwie was Besonderes mit so mit Überschlag und Steilkurve und ganz Looping. Ganz, Looping. Ganz schreckliche Sachen. Okay, dann geht's mal los. Rund. Okay, Dash, 3, 2, 1 und los. Wuhuhuhu. Niki geht immer voll ab beim Starten. Ja, weil ich die Trigger-Taste drücke. Wie denke ich jetzt hier überhaupt? Ja. Thumbstick. Mit dem linken. Also man kann verschiedene Immersionen einstellen, sage ich mal, was das Lenken betrifft. Man kann wirklich ans Lenkrad greifen und lenken. Man kann es auch mit einem echten Lenkrad spielen. Oder man spielt es mit einem Thumbstick und lenkt. So mache ich das jetzt momentan. Das kann man wieder so einstellen, wie er möchte. Ich hätte mal lieber richtig lenken sollen und hier nicht. War hier auch ein Totenkopf davor, weil wir fahren ja auch Loopings. Und da vorne ist ein riesiges Maul. Oh, in die Kurve komme ich sehr schlecht. Nein, wie löse ich denn? Warte. Oh fuck, ich bin hier voll in die Wand geboostet. Oh, kann ich das hier werfen? Oh. Womit dienste ich denn hier? Ich slide so um die Ecke rum. Drifte. Ich mit also auch mit einer Drift S ist das Trigger. Oh, ich bin gerade jemand angefahren. Trigger. Ja, ja, bei mir ist es Rift S. Ja, schau noch. Bei mir ist es die rechte Grip-Taste mit den G2-Controllern. Ich habe das Gefühl, dass ich immer auf die Bremse trete, statt zu Ach, übrigens kann man noch verschiedene Komfortmodis einstellen. Ich habe ein Ei im Gesicht. Sorry. Falls man unter Motion Sickness leiden sollte. Oh, hier geht's aber echt ab. Ihr seid ganz konzentriert, ihr sagt gar nichts. Vielleicht sollte ich mich auch mal ein bisschen mehr. Ja, versuch nur rauszufinden. Wrong way! Jetzt. Oh, ich habe mich mit meinem echten Spiel ein bisschen gedreht, glaube ich. Was ist denn das hier? Oh, ich fahre hier voll auf dem Schotter. Und während ich auf dem Schotter fahre. Bremse! Ich will doch nur. Verdammt. Also bei mir, oh, jetzt habe ich ein Ding im Gesicht hier wieder. Ein komisches Teil. Habe ich hier auch irgendwas, womit ich die Leute ärgern kann? Oh, ich habe einen Schirm. Wie kann ich ihn das aktivieren? Das weiß ich auch nicht. Nach oben, hier immer verschiedene Fallen hier für die anderen. Schirm musst du über deinen Kopf halten, Niki. Ja. Ja, mit dem Schirm, das wurde ja auch im Tutorial erklärt. Also bevor man hier anfängt, sollte man das Tutorial machen und sich das auch merken, was da gesagt wurde. Ich bin schon gegen die Wand gefahren gerade.
Also, boah. Jetzt ist es offiziell, ist nicht in der Steuerung, Zippy ist einfach unfähig. Oh, ja, ich bin auch nicht gerade so wirklich fähig, aber ich glaube, ihr macht doch Übung den Meister. Oder vielleicht auch nicht, ich bin schon wieder auf dieses Ding zu. Oh, ich wollte driften. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Was soll ich denn damit? Lass mich in Ruhe hier umschießen. Ich will doch nur um die Ecke driften. So, jetzt habe ich gerade einen überholt. Oh, in 14 Sekunden endet. Mal gucken, ob ich noch bis zum Ziel komme. 9, 8. Ich glaube, das Ziel war ja hier hinten, oder? Wo ist denn das Ziel? Ich glaube, hier ist es. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Oh, ich bin noch ins Ziel gekommen. In der Zeit, weil irgendjemand war schon vor uns im Ziel, beziehungsweise vor mir. Oh, Flash als Erster. Rackles Vierter, ich Fünfter. Okay. Also. Das ist Gas. Ich hab's immer noch nicht gerafft, wo ich hier drifte und wo ich bremse. Okay. Ich hab das Gefühl, ich bremse immer nur, ich drifte aber nicht. Also bei der G2 ist der linke Trigger zum Driften. Aber mit dem linken steuere ich doch. Noch gar nicht. Ah, den Trigger. Trigger, ja. Und Trigger? Mit Trigger bremse ich hier. Jetzt auf Exit oder Race Again? Ja, jetzt eine Runde zu haben. Ja, warte, Race Again. Ich muss jetzt mal das Gleiche machen. Warte mal, Extreme Map Off. Game Mode Classic Only. Race Mode Anyways. Okay, also wie das aussieht, kann man hier echt noch vieles einstellen. Mal jetzt mal auf Yes. Denk mal jetzt auch hier mit einmal spielen, ist das Spiel jetzt nicht alles hier komplett ausprobiert. Da sollte man sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, um mal wirklich hier alles durchzuprobieren. Aber wir wollen jetzt mal hier ein paar lustige Runden fahren, damit ihr mal einen Einblick in das Spiel kriegt. Oh, diese Musik, ey. Waiting for other players. Nö, sind ja keine mehr. Ihr seid ja da, ach, oder? Ich hab nichts gemacht. Oh, ich hab. Du hast wieder ein Backpack angestellt. Keine Ahnung. Oh, hier kann ich eine neue Engine reinmachen, oder? Also, welche Karte wollen wir nehmen? Wollen wir jetzt mal eine aussuchen? Nehmen wir jetzt mal die Liberty, oder? Liberty, okay. Ich will die gut. Dass wir aus Versehen die gleiche haben dann. Und dann machen wir mal die Dragon danach, oder? Weil ich will mal sehen, was der Totenkopf dazu bedeuten hat. Alles klar. Jetzt sind wir gespannt, ja. Hui. Marika. Ja. Loading. Oh. Oh, so viele Leute jubeln uns zu. Nee, ich drifte nicht. Also ich drifte mit der rechten Grip, mit dem linken Trigger gebe ich Gas, mit der rechten Grip drifte ich. Ja, ich bremse immer nur. Mit Grip gebe ich dummerweise Gas. Das ist auch nicht sehr angenehm, wie ihr gehabt. Oh, ich habe irgendwie total meine Kontrolle gerade verloren. Irgendwas hat mich. Irgendjemand hat eine Falle auf mich geschossen. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas. Aber ich muss sagen, ich habe das ja schon mal mit Thumbstick getestet, das Spiel. Da lief das aber wesentlich besser. Am Anfang, vor den Patches. Okay. Ja, ich glaube, hier sind jetzt in letzter Zeit einige Patches gekommen, oder? Ja, die sind fast alle zwei Tage am Patchen. Okay. Das muss mir sagen, die sind fleißig. Wirklich unterstützt, wenn die G2-Controller direkt noch nicht, obwohl es eigentlich am ersten vollsten Patch drinsteuern. Nee, die G2-Controller wurden noch nicht unterstützt, aber ich habe jetzt bei Steam dieses Controller-Binding. Also G2-Controller nicht unterstützt und Index-Controller eher mäßig. Aber ist ja auch ein Oculus-Spiel ursprünglich mal gewesen, ne? Ach so, echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist auf Oculus schon länger draußen gewesen. Okay. Da kam es noch ja, vorher raus. Ja, aber ich habe jetzt da so ein bei den Bindings da sowas geladen und jetzt funktioniert es ja mit den G2-Controllern. Boah, ich verliere hier voll den... hier spiegelt diese Strecke so, da verliert man echt die Orientierung. Jetzt Motoröl trinken?
Was? Nein, schmeißt du auf den Boden. Muss man das Motoröl trinken? Na, dann lass es dir schmecken. Ich lass laufen. Ich hab das Ding geworfen und das Rad von vorne hin. Das war ich, danke. Was ist das denn für ein Ding hier? Hallo, hallo? Ich weiß gar nicht, welche Dinger ich werfen kann, welche ich mir in den Mund stecken kann und welche ich telefonieren kann. Also die Bombe... Die Bombe sollte man nicht in den Mund stecken. Ich wollte gerade sagen, also die Bombe sollte vielleicht nicht in den Mund stecken. Also kannst du machen, aber da wird wahrscheinlich nicht viel bei dir rauskommen. Oh, sorry. Das war's nicht so. Oh, jetzt bin ich hier um diese Kurve zum Glück ein bisschen besser gekommen. Oh, was ist, hat denn hier so eine Hupe, wie so ein Laster? Ah, langsam verstehst du mal die Steuerung, stimmt. Okay. Oh, das ist das Ziel. Ah, die natürliche Ordnung ist wieder hergestellt. Finish! Oh, Reckles war wieder vor mir. Oh, der ist auf dem ersten Platz. Oh, auf dem vierten. Monte Alpaca. Wunderbar, es geht los. Oh mein Gott! Yay! Erst was hört, ist, dass man nicht schreit. Ja. Oh, das sind so eine Dinger, die auf den Boden kamen. Ja. Oh, ich bin voll gedriftet. Oh mein Gott, hier ist gerade jemand vom Essen. Ich habe ein Ausrufezeichen. Flash, warum bist du vor mir? Das blöde Lenkrad, ich hasse es. Du hast dich nicht nach vorne gelehnt. Ach, sei still. Boah, hier hat es gerade jemand voll von der Strecke gehauen, gerade aber nach oben. Oh, Tiffy, auf dir ist was. Ah, oh, hier kommt Strohballen. Ich habe einen Strohballen angerollt und jetzt bin ich stehen geblieben. Och, diese Lenkung, die geht noch in den Sack. Da schließe ich raus. Ah, du bist doch vor mir, also so schlimm kann die Lenkung ja nicht sein. Ja, doch, in dem... Schwer zu erklären. Okay. Muss man getestet haben. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Mühe geben hier. Oh, vor mir ist ein Geist erschienen. Ach, komm, denk doch gerade. Also Zippy, das mit dem Rücklenken ist ein bisschen komplizierter, oder? Ja, weil das Lenkrad ab und zu mal loslässt, dann greift es falsch und dann lenkt er in eine völlig falsche Richtung. Ah, okay, alles klar. Das ist sehr nervig. Also wir probieren hier gerade die Lenkung und auch so, man kann das auch auf immersiv stellen und man kann sogar mit dem Lenkrad lenken oder so wie ich jetzt hier mit dem Thumbstick. Ich lenke gerade mit dem Thumbstick, also man kann verschiedene Sachen hier einstellen. Oh, das ist ziemlich schwer zu erklären, wenn man hier voll in der Action drin ist. Ach komm. Oh, jetzt wollte ich hier den Boost mitnehmen, habe ich aber glaube ich gar nicht. Hier sollte ich driften. Oh, hier kam gerade so ein klapperndes Gebiss übel schnell an mir vorbeigeflogen. Zum Glück ist es hier auf mir gelandet. Seid ihr noch da? Ja, ja, wir sind ja, ich bin mehr am fluchen Bein. Konzentration. Oh, mich hat irgendwas erwischt. Doch, nein, jetzt fährst du in eine falsche Richtung, komm doch. Komm auf die Strecke. Dieser Strohballen nicht. Dieses Alpaka, da muss man auch noch vorsichtig sein. In 10 Sekunden endet das. Ich will noch ins Ziel. Jetzt komm, fahr ins Ziel. Jawohl, jawohl. Oh, das war irgendjemand was schneller als ich. Ach, ich hasse es. Weiter. Vielleicht solltest du die Steuerung erstmal umstellen. Ja, fast Zweiter. Oh, ich bin auf dem 6. Platz. Ja, okay, zum Glück nicht Letzter. Welche Karte wollen wir jetzt nehmen? Los Muertos. Komm, das klingt doch gut. Los Muertos, okay. Na gut. Das klingt doch gut, Das klingt oder? Wie irgendwas Mexikanisches zu essen. Ja, Los Muertos. Oh, hier steht so irgendwas Factory Beta unten. Hier kann man noch scrollen. Ja, aber das kann man schon zum Beispiel. Das ist die Beste. Los, Das ist so ein... Samet Nuit Morte. Sieht das nicht aus wie dieses eine Fest dort, wo die sich dann so... Genau, Samet Nuit Morte, ja. Ah, ja, genau. Toten Samstag. Oh, das sieht aber... Hui,
Sieht aber gut aus. Los geht's! Sag nein, vertraut mir jetzt! Oh nein! Fahr doch vor! Macht das Rückwärtsfahren besonders Spaß, so wie es aussieht? Ja, ich finde das so richtig toll. Das ich habe jetzt einen Schirm über mir und bin vor Angriffen geschützt. Boah, es ist aber eine. Eine jetzt fahre ich das Rennen rückwärts. Kurvenreiche Strecke hier. Ich glaube, ich habe mich verfahren, oder? Wir sind Bienen. Ich fahre in meinem Kreis. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Leute. Ja? Ich glaube, ich bin raus. What? Ich fahre gerade nur noch rückwärts im Kreis hier. Dann bleib stehen und warte dort auf mich. Ja, ich komme gleich entgegen, glaube ich. Schmeiß hier eine Granate rein. Und das wegen deinem Controller, oder was? Ja, ich hoffe es zumindest, dass das nicht jetzt am Spiel liegt. Nee, ich glaube nicht, weil ich habe jetzt überhaupt keine Probleme mit dem Spiel. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, also das war definitiv mein Problem. Jetzt geht's. Jetzt bin ich wieder brennen. Ja, dann machen wir noch die Runde und dann können wir auch erstmal Feierabend machen. Ui, dann haben wir einen Tag nochmal spielen. Ich habe hier auf der rechten Seite habe ich auch noch eine Waffe. Oh scheiße, ich bin stehen geblieben. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Ich sehe die anderen schon wieder gar nicht. Ich glaube, ich bin auch erst falsch gefahren. Vielleicht die Lila bremsen dich, ja? Ja, oh, hier kommen wir eine. Ah, oh, diese riesige Haus. Hui! Ich drehe mich irgendwie mal mit dem Stuhl mit, wenn ich hier lenke. Muss mich voll konzentrieren, das nicht zu tun. Oh, jetzt ist er weg. Oh, scheiße, jetzt ballert es von alleine. Oh, shit, was war denn das? Oh, wie kann ich nicht werfen? Boah, die Strecke ist echt schwer hier mit den ganzen Kurven. Hui. So hübsch aussehen tut das schon das Spiel, das musst du mir lassen. Jetzt mache ich Spaß. Ist ja irgendwie wie Mario Kart, oder? Voll. Ja. Das ist Mario Kart vorher, ist das. Ja, ziemlich. Oh, jetzt ein bisschen. Ich sehe hier gerade die Strecke hier eingeblendet neben mir. Oh, jetzt bin ich über dieses Bremsding gefahren. Und die anderen sind viel schneller als ich. Was hat also, gerade wenn ich permanent nach vorne drücke, dann geht das sogar. So, jetzt Boost noch. Auf 14 Sekunden bis zum Ende. Shit, schaffe ich es noch? Ich habe dem vor mir irgendwas Böses, aber ich glaube, das schadet dem auch nicht mehr so wirklich. Oh, ich bin auch ins Ziel gekommen, oder? Oh, hat das jetzt geklappt noch? Ich definitiv nicht. Oh, 7. Platz, verdammt. 3,19 und der andere hat 3,18. Boah, Flash, du bist echt gut. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute, oder? Okay. Ich gehe jetzt mal zurück. Map. Ich muss zugeben, die Hupe ist das absolute Highlight für mich gerade. Okay, das Spiel hat eine Hupe. Yes. Hup. Das Abschiedshupen hier. Und wieder die Achievements. Achievements, ja, plopp. Ja, dann kommen hier die ganzen Achievements hoch. Wenn man, ach so, hier ist noch so ein Automat, wo man sich das irgendwie. Genau, Claim nicht vergessen, gell? Claim all, genau. Und dann müsst ihr noch die Lootboxen aufmachen. Da klickt ihr auf dieses komische Registrierkasse rechts vor euch und dann könnt ihr sie nämlich aufmachen. Mhm. Okay. Da gibt's dann auch komische Sachen. Hier. Genau, da gibt's dann neue Chassis, da gibt's neue Klamotten, neue Aussehen. Alles. Ja, alles. Cool, was man hier alles freischalten kann. Hier ist auch noch eine E-Mail. Oh, und sogar eine andere Hupe.
Open. Ah, now we're talking. Open. Was hast du mir eigentlich da gerade vorhin reingedrückt, Flash, dass ich nicht mehr lenken konnte? Except. Keine Ahnung, ich habe einfach alles reingedrückt, was ging. Boah, hier kann man ja so einen Haufen Zeug öffnen, ne? Ja, ich hab jetzt gerade 21 Kisten zum Öffnen. Okay. Yeah. Oh, mein Kling hab ich bekommen. Ach, guck mal, ich hab die Kiste gemacht. Mein Schaffi hab ich bekommen. Ja. Was ist? Was hab ich denn hier? Carbox. Ja, achso, das sind die, die man hier öffnet, okay. Genau, das ist die. Naja, ich bin ja gerade fleißig am Hebeln. Auch noch fünfmal. Oh, ich hab den Neapolitan drin. Ach, hier sind diese ganzen Cabrio. Modis Offline-Mode. Frosty Season vom 30. Dezember bis 16. Februar. Immersive Fiesta, okay. Ja, cool, was es hier nicht alles gibt. Ducky Mobile gibt's auch. Was? Eine Quietsche Angel zum Fahren. Okay. Cool. Noch viermal. Und dann ist alles offen. Prisoner Gefängniskleidung, das wird teuer. Sehr geil. Schade, dass man hier nicht alle gleichzeitig öffnen kann. Was ist denn so? Nee, das kann ich wahrscheinlich nicht. Nee, da kann ich nicht draufklicken. So, dann werde ich noch einmal fleißig hebeln und dann. Mhm. Ich habe den wichtigsten Emote von allen bekommen: Flex. Ah, Grow Force. Ja. Ich hab's geschafft. Alle offen. Ich hab noch zwei. Gut. Ah, noch eine Hupe. Jetzt ist leer. Daily Quest. Achso, sowas gibt's auch noch. Mhm. Hier, Dailies und Event Quest. Ach Gott, hier ist ja ein Haufen Zeug. Noch Leaderboard. Okay. World und Friends. Es gibt da verschiedene Cockpits. Reifen, allen Scheiß. Ja. Alles Mögliche. Und kannst du immer Sachen kaufen? Ja, guck mal da. Dunkle Energie. So, jetzt. Was habe ich denn jetzt hier noch vor mir im Menü? Social. Ja, ich die Freunde drin. Activities. Ah ja, Achievements. Nochmal auf Claim gehen. Claim All. Ne, jetzt geht's gerade nicht. Nee, das jetzt geht bei hier. Mir auch nicht. Das steht zwar dran, aber man kann es nicht klicken, ne? Ja. Razer, was ist denn hier? Hier ist jetzt eine Zahl. Aber ich glaube, ich habe die erst schon geclaimed. Ja. Oculus Quest 2. Steht hier auch irgendwas? Ja, cool. Also, wie man sieht, kann man hier sehr, sehr viele verschiedene Sachen machen. Die Entwickler arbeiten auch noch ständig weiter an dem Spiel. Ja, aber ich denke mal, dass ich jetzt erstmal Schluss mache. Dann vielen Dank an Flash, Records und Ziffy. Ja, danke euch auch. Gerne. War eine lustige Runde. Ja, auch wenn ich euch den Fremden gesehen habe. Und wenn ihr coole Reviews lesen wollt und nicht immer in Videoform sehen wollt, dann guckt mal auf Ziffys Kurator-Seite. Die verlinke ich euch unterm Video. Oh, danke, und, Niki. Das ja, das ist selbstverständlich. Nee, das muss einfach mal erwähnt werden, weil das darf nicht untergehen. Gut, dann mache ich jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Fertig.